Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, wo wir immer nur wunderschöne Menschen zusehen. Friends, ich bin actually sehr, sehr gespannt. Wir haben eine, ja, ich würde nicht sagen Newcomer Reaction, aber von einem etwas kleineren Künstler, den wahrscheinlich jeder wieder kennt, außer mir, ein Video. Und ich freue mich sehr, weil ich wieder mehr Abwechslung reinbringen möchte in meinen Channel. Und viele von euch wünschen sich auch immer, hey, check mal Sachen ab, wo du noch nicht weißt, was dich erwartet. Und auch von kleineren Künstlern. Und jetzt haben wir hier Dante YN, würde ich ihn aussprechen. Denke ich mal, wird auch richtig sein. Dash am Block haben wir. Das Ganze ist produziert von Maxi. Schaut uns gerne raus. Kuss, 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 Bruder. Der hat nämlich mir die Empfehlung gemacht. Bruder, hör mal rein. Deswegen bin ich sehr gespannt. Und ich freue mich echt irgendwie drauf, weil wir haben so eine bunte Release-Woche. Wir haben kleinere Künstler, die ich abchecken möchte. Größere Leute. Wir haben coole Features am Start. Coole Kombinationen. Ich bin echt gespannt, Mann. Ich hoffe auf was Frisches, was Nices. Produziert, wie gesagt, von Maxi. Das Video ist von Harakiri-Film, sag mal auch was. Ja, Mann. Ansonsten, ich weiß Real Talk nicht, was mich erwartet. Ich habe vorher noch nicht reingehört. Deswegen hören wir zusammen das erste Mal rein bei Dante NY. NY. Habe ich eben auch NY gesagt? New York oder was? YN meine ich natürlich. Link zum Original in der Beschreibung von den Support gerne, ja. Oh, ey. Das, warte. Erstmal Bad Moms kurz ausreden lassen hier. Cooler Beat, Mann, so 8-Bit-mäßig. Kopf ist Lock, ich mach in der schon Block. Nigga, ich wackel auf Kost, Nibobotelle mit giftgrünem Ott, ey. Oh, er hat eine sehr angenehme Stimme, finde ich. Dieses Tiefe gefällt mir sehr. Kopf ist Lock, ich mach in der schon Block. War einfach gefühlt unsympathisch hier im Video. Sieht ein bisschen aus. Mach in der schon Block. Nigga, ich wackel auf Kost. Nibobotelle mit giftgrünem Ott, ey. Ich lauf vom Block. Ich klau mir nen Roller, ich hab gerade Bock. Du fühlst dich Gangster, du guckst vor Blocks. Für uns nochmal hier, wir laufen vor Kopf. Ich hab vor Blocks nie gesehen. Ich bin ehrlich, ich hab vor Blocks noch nie gesehen. Is it worth it? Ich hab dieses, fuck man, diese Netflix-Serie gesehen, diese andere. Wisst ihr, welche ich meine? Wo Skylines? Skylines? Skyline? Skyfire? Headlines? Keine Ahnung, Mann. Irgendwie so, ich glaube Skylines ist richtig oder so. Die habe ich gesehen, die fand ich noch bad, die fand ich gut. Um in den Roller, ich hab gerade Bock. Du fühlst dich Gangster, du guckst vor Blocks. Für uns nochmal hier, wir laufen vor Cops. Weg, ein hat Ort, Text, andere am See, next. Gigi Okocha, wir oh, okay, das ist ein geiler Flow. Laufen vor Cops, weg, ein hat Ort, Text, andere am See, next. Gigi Okocha, wir kennen uns gut aus in der Trap. Zwei iPhones, beide sind black. Kachi, wir blauen, doch bin grad zu weg. Tilly, die Nigga, es macht dich so läsch. Leg ich in Wolken oder bin ich im Bett? Nigga, kein Plan, doch ich weiß. Ich bin weg, ey. Ey, wir hatten auch gerade Mario Jump Sounds im Beat drin. Also der Beat ist wirklich nice gemacht. Ich finde die Melodie gut, dieses 8-Bit-mäßige, diese Mario Sounds waren drin, die hat mir sehr gefallen. Ich mag die Performance im Video von ihm. Ich mag solche Videos sehr gerne, die so eine Nacht quasi zeigen, aber trotzdem noch professionell gefilmt sind. Ansonsten seine Stimme ist ja nice. Ich mag solche Texte immer nicht so sehr, Mann. Wisst ihr, wie ich meine? Auch bei Pascha habe ich das Problem. Keine Ahnung, da fehlt mir irgendwas, ich weiß nicht. Da kann ich immer zu wenig rausziehen. Ich brauche so prägnantere Zeilen, wisst ihr, wie ich meine? Wo ich sage, ey, die Zeile ist nice, die bleibt im Kopf, die bleibt im Kopf. Aber vielleicht kommt das noch. Ich im Bett, Nigga, kein Plan, doch ich weiß, ich bin weg, ey. Chille beim Bruder im Band, du. Er macht Geschäfte am Trap, Phone. Gleich schon wie frische Bandsoos. Danach direkt wieder back home. Abends mit Brüdern im Untergeschoss von dem Parkhaus. Ich nenne es die Trap Zone. Nigga, du weißt ja, ich will eine eisige Kette um halt so wie Django. Ey, okay, okay, ey, die Django-Zeile, okay, right, gut. Aber der Vibe ist cool hier. Den Vibe mag ich immer gerne so. Wisst ihr, das ist das, was ich meinte mit, es wird eine Nacht beschrieben mit den Boys, man chillt irgendwie, hat eine coole Zeit. So, Nigga, du weißt ja, ich will eine eisige Kette um halt so wie Django. Kopf ist Lock, ich mach in der schon Block. Nigga, ich wackel auf Kost, Nibobotelle mit giftgrünem Ott, ey. Kopf ist Lock, ich mach in der schon Block. Nigga, ich wackel auf Kost, Nibobotelle mit giftgrünem Ott, ey. Fonste im Park. Ich glaube, ich würde ein bisschen mehr Abwechslung auch noch fühlen, so in seiner Stimme und so. Aber an sich, die Stimmlage an sich ist nice. Ich mag diese Tiefe sehr gerne. Ich finde den Beat sehr geil. Ich mag das Musikvideo sehr sympathisch auch jetzt, dass sie so abhauen und alles gefilmt wird. Irgendwie gefällt mir der Vibe von. Und es kommt eine Atmosphäre rüber. Wisst ihr, wie ich meine? So, es kommt Atmosphäre rüber. Aber mir fehlt noch ein bisschen mehr Abwechslung, so, dass ich es krass fühlen könnte. Kopf kommt vorbei, Nigga, versteckt dein Gras. Ich hab Blitze, manche verdrücke aufs Gas durch die Insta mit 100 km/h.
Passout, ich bin auf Safari, ey. 20 Jungen sind dabei, nigga, nenn es Block Party. Ey, der Beat ist wirklich wunderschön irgendwie. Ich bin zu fett wie Bob Marley, ich rocke Lacoste und Versace. Ich flieg in einem Raumschiff von Audi, ey, das ist GT. Ich steige nicht aus, weil ich kann nicht mehr stehen, ey. 5-4 Cent und ich kann nicht mehr sehen, nein. Bleib in FIFA nur in Stadt, mache ein Dash in der Nacht, das ist finster, nigga. Ich mach dumme Dinge, weil dann zu schnell, auch wenn es für dich keinen Sinn macht. Kopf ist Mock, ich mach ein Dash am Block, nigga. Ich glaube, ich hätte echt in der Hook vielleicht ein bisschen Abwechslung noch gefühlt. Aber an sich mag ich den Vibe sehr gerne, muss ich sagen. Ich werde Dante auf jeden Fall mal weiter verfolgen, so. Vielleicht, ey, ihr kennt ihn wahrscheinlich alle schon 120-fach. Lasst mir gerne mal ein paar Tracks in den Kommentaren da, die ich mir geben könnte, wo vielleicht ein bisschen mehr Abwechslung drin ist. Weil das ist mir jetzt an manchen Stellen zu monoton gewesen und ich brauche vielleicht so ein paar Highlight-Zeilen, dass ich das noch mehr fühlen kann, ja. Aber an sich gefällt es mir auf jeden Fall. Es kommt auch gute Atmosphäre rüber. Ich rocke Lacoste, Nebo-Bordelle mit gegrünem Bot, ey. Kopf ist Smog, ich mach ein Dash im Block. Nigga, ich rocke Lacoste, Nebo-Bordelle mit gegrünem Bot, ey. Ich glaube, ich würde auch noch mehr Abwechslung im Text auch fühlen. Das ist so gefühlt, das wiederholt sich alles, worüber reden natürlich in der Hook, obviously, aber es wiederholt sich so und es ist zu einheitlich irgendwie. Ich glaube, dann würde ich es krass fühlen. Ey, wenn so die Sonne aufgeht, ist es wunderschön, so nebelig und so. Geil. Ey, aber an sich, es kommt dick Atmosphäre rüber. Und das, finde ich, ist ganz wichtig immer. Bei mir steht Atmosphäre über allem, so ein Vibe. Wenn du es fühlst und du kannst dich genau erklären, warum, dann fühlst du es halt einfach, weißt du? Und das ist für mich immer ganz weit oben. Ey, lass mir auch mal dazu gerne in den Kommentaren da. Und wie gesagt, schreib gerne ein paar andere Tracks rein, die ich persönlich vielleicht ein bisschen mehr fühlen könnte, wo ein bisschen Highlight-Zeilen drin sind oder so. Ein bisschen, das nochmal ein bisschen, keine Ahnung, abwechslungsreicher ist, ja? Aber an sich freue ich mich drauf, neue Künstler abzuchecken mit euch, ist immer cool. Lasst mir auch mal da in den Kommentaren, ansonsten sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video, Freunde, bleibt fresh, so wie immer natürlich und ciao.